Was geht ab, Fotografen und Models? Ich weiß, Corona, es sperrt uns ein in unseren eigenen vier Wänden. Wir können nicht raus, wir können nicht shooten. Wir müssen uns die Haare von unseren Mitbewohnern schneiden lassen, wie man hier sieht. Aber ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie wir trotzdem shooten können. Und im folgenden Video erkläre ich euch deshalb alles zum Thema Fotoshooting via Photocall. Let's go! Damit ihr das alles besser nachvollziehen könnt, habe ich das Video in drei Abschnitte unterteilt. Pre-Shooting, das heißt, was muss ich alles vorbereiten, bevor es losgeht. Dann das Shooting selber, also was passiert am Shooting-Tag, am Shooting-Termin. Und dann noch Post-Shooting, das heißt, was muss ich danach noch erledigen. Wir fangen jetzt an mit Pre-Shooting. Nummer 1, als Fotograf brauche ich das richtige Model. Oder wenn du jetzt ein Model bist, du brauchst den richtigen Fotograf. Ich würde euch empfehlen, macht doch erstmal ein Shooting über Videochat mit jemand, den ihr kennt, mit dem ihr schon in Real Life geshootet habt. Dann wisst ihr, was auf euch zukommt, dann wisst ihr, was ihr erwarten könnt. Ihr seid schon mehr oder weniger eingespielt, ihr habt Vertrauen und dann kann das eigentlich nur gut werden. Nummer 2, die technischen Voraussetzungen für so einen Call. Also ich hatte jetzt schon ein paar FaceTime-Shootings und ich muss sagen, das Wichtigste, Number 1, ist eine gute Internetverbindung. Wenn euer WLAN schlecht ist, wenn das irgendwie immer abbricht, ich sag euch, ihr werdet verrückt, ey. Ihr habt gerade eine gute Pose, ihr habt ein gutes Licht gefunden und dann bricht das Ding ab. Es hat mich verrückt gemacht. Also bei mir lief das bei einem Shooting so und die ganze Zeit haben wir versucht, das wieder zu connecten. Wir sind aus dem WLAN raus, wir sind in 3G, wir sind in LTE, wir haben alles probiert, was geht. Und schlussendlich müsst ihr schauen, dass ihr eine stabile Internet-Connection habt. Probiert das davor irgendwie aus, damit ihr da vorbereitet seid. Und dann ist natürlich die zweite Komponente bei den technischen Voraussetzungen die Hardware an sich, die ihr nutzt. Also ich als Fotograf, ich muss den Screen abfotografieren. Das heißt, ich brauche einen schönen, guten, hochauflösenden Screen. Zum Beispiel, es kann ein iPad sein, ein Laptop, ein MacBook. Es kann natürlich auch einfach das Smartphone sein, ja, ein iPhone. Ich denke mal, alle heutzutage verfügbaren Smartphones haben eine tolle Auflösung, mit denen könnt ihr arbeiten. Und als Model brauche ich natürlich eine gute Linse, also ein gutes Objektiv an meinem iPad, iPhone, MacBook, Laptop, was auch immer, Webcam. Eigentlich geht da alles. Es muss einfach gut aussehen, eine gute Optik haben. Klar, ihr werdet jetzt da keine Tiefenunschärfe, eine krasse reinbekommen. Darum geht es aber bei dem Shooting auch nicht. Es muss mehr um die Mood gehen, es muss um die Farben gehen, die ihr in der Postproduktion, aber da gehen wir nachher drauf ein, reinbringt und so weiter. Und ja, das heißt die zwei Sachen. Guckt, dass ihr eine gute Internetverbindung habt und zweitens, guckt, dass ihr eine Hardware habt, mit der man auch arbeiten kann, ja? Und jetzt kommen wir zum dritten, im Pre-Shooting die Szene vorbereiten. Das Besondere an dem Shooting ist ja als Fotograf, dass du jetzt nicht nur das Bild hast. Normalerweise gehst du ja zum Shooting, du nimmst die Kamera, fotografierst, du hast das Bild, du bearbeitest das. Jetzt ist das Bild ja sozusagen Teil des ganzen Bildes. Das heißt, du nimmst das iPad, iPhone, MacBook, was auch immer, den Laptop, den Screen, wo das Model drauf ist und setzt das in die Szene rein. Ich kann dir mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Wie du siehst, ich habe einfach meinen Schrank ausgeräumt, habe da ein bisschen Kamera-Equipment reingeräumt und habe da das iPad in der Mitte platziert. Eine andere Variante, ich hatte das iPad, MacBook und mein Bildschirm von meinem PC einfach auf meinen Tisch gestellt und habe da die Bilder drauf projiziert. Ich muss dazu sagen, ich habe das nur auf dem iPad gemacht und dann per Photoshop im Nachhinein die Bilder auch auf die zwei anderen Monitore projiziert. Also ihr könnt euch da verschiedene Sachen einfallen lassen. Ich habe einem anderen Fotografen, dem ich folge, auf Instagram gesehen, der hat sich richtig viel Mühe gegeben, der hat Kerzen hingestellt, angemacht, irgendwie eine Weinflasche, Wein dazu und da das Bild eingebettet. Also lasst eure Kreativität da freien Lauf, macht, worauf ihr Bock habt. Es muss natürlich schlussendlich auch zu der Mood passen, ja? Diese Szene, die ihr schafft, wo ihr das Bild einbettet, die muss natürlich auch zu der Mood passen. Und da kommen wir zu dem nächsten Schritt. Die Vorbesprechung inklusive Termin und Moodfindung, ja? Ihr, am besten telefoniert ihr mit dem Model davor, gerade wenn ihr es noch nicht kennt. Ich hatte jetzt zwei FaceTime-Shootings mit Models, die ich noch nie gesehen habe, die ich nicht kenne. Wir haben uns über Instagram connected und haben die ersten Shootings direkt über FaceTime gemacht und es hat super gut geklappt. Aber dazu gehört halt auch eine Vorbesprechung. Das Model muss wissen, was sie erwarten kann, ja? Und da müsst ihr natürlich die Mood besprechen. Was wollt ihr rüberbringen? Vielleicht auch ein bisschen auf die Outfits eingehen, in was fühlt sich das Model wohl, was für ein Bildstil verfolgt ihr. Bei mir ist es ziemlich klar, ich mache Sensual Fotografie. Wenn ihr euch auf Instagram meinen Kanal anschaut, also Lighthearted Birds,
Schreibe ich euch auch in die Beschreibung, guckt gerne mal vorbei. Dann seht ihr, was meine Mut ist, was mein Flow ist und so. Und die Models, die sehen das und wissen eigentlich, was auf sie zukommt. Aber besprecht das sehr gerne, macht nochmal klar, worauf ihr raus wollt und dass es da keine bösen Überraschungen gibt. Und natürlich dann auch findet einen Termin, wo das Licht gut ist. Und da kommen wir jetzt auch fast schon zum Shooting, weil es ist natürlich total wichtig, wie das Licht ist, und das Model hat das ja im Griff. Also das Model muss ja wissen, wie das Licht in ihrer Wohnung, in ihrem Haus, in ihrem Raum zu gegebener Tageszeit ist, und sie sollte dann euch einen Vorschlag geben, wann man shooten sollte. Ja? Sie sagt zum Beispiel, morgens scheint das Licht total schön in das Bad rein, oder ich habe nachmittags ein wunderschönes Licht hier in meinem Wohnzimmer, was auch immer. Also da müsst ihr auch in der Vorbesprechung schon drauf eingehen, mit dem Model drüber reden und sie da so ein bisschen sensibilisieren, dass sie weiß, worauf sie zu achten hat, und dann sozusagen den Termin vorschlagen kann, und den akzeptiert ihr dann, und dann ist es soweit, das Shooting ist gekommen. Wie führe ich dieses Shooting durch? Nummer 1, ganz wichtig, und das ist natürlich besonders wichtig, wenn ihr mit dem Model noch nie ein Wort gewechselt hattet, wie ich zum Beispiel mit meinen zwei Models der ersten zwei FaceTime-Shootings, dann müsst ihr natürlich erstmal quatschen, ein bisschen Trust, also ein bisschen eine Verbindung herstellen, einfach ein bisschen reden, ein bisschen erzählen. Also bei mir war das so, wir haben uns erstmal erzählt, was wir sonst so machen. Wir sind hauptberuflich nicht Fotograf und Model, sondern wir machen was anderes. Wir sind Studenten, wir haben darüber geredet, was wir gerade so machen. Wir haben ein bisschen eine Verbindung aufgebaut. Und ja, das nimmt einfach so dem Model ein bisschen die Nervosität, vielleicht dir selber auch als Fotograf. Ihr kommt ein bisschen runter, ihr seid auf einer Wellenlänge, und dann kann es auch schon losgehen, ja. Dann ist das Wichtige, ihr habt zwar schon drüber geredet, wo ist das Licht am besten und so weiter und so fort. Das Model hat sich schon ein paar Gedanken gemacht, wo es in der Wohnung, in dem Haus, im Raum am besten ist. Aber schlussendlich müsst ihr jetzt in der Location, in der Shooting-Situation das richtige Licht finden. Und das heißt, ihr geht zusammen los, das Model läuft mit ihrem Handy so rum und positioniert das zum Beispiel mal vor einem Fenster. Ja? Wir suchen natürlich nach gutem Licht. So, da gibt es jetzt zwei Alternativen. Nummer 1, wie ich es gerade angesprochen habe, natürliches Licht. Das würde ich allen empfehlen, wo das Model eben eher unerfahren mit Lichtequipment ist, vielleicht das gar nicht zu Hause hat und ihr einfach schnell in den Flow kommen müsst, ne, oder wollt. Dann positioniert ihr das Handy einfach vor dem Fenster erstmal, dann hat sie ein schönes, direktes Licht vor sich oder auf sich drauf. Und am besten ist der Raum dahinter vielleicht noch abgedunkelt, dass sie sich sehr schön separiert von dem Hintergrund. Und dann kann eigentlich wirklich nicht viel schief gehen. Wenn ihr das Handy da positioniert, das Licht auf sie drauf fällt, am besten das Handy noch ein Stück über ihre Augen, bisschen geneigt nach unten, sehr schmeichelhafter Blickwinkel, dann kann da nichts schief gehen. Also probiert das gerne aus. Und genau, wenn sie eben Lichtequipment zu Hause hat, sie hat zum Beispiel ein Ringlicht, sie hat Softboxen, was weiß ich, sie hat Licht am Start, sie weiß, wie sie damit umgehen kann, dann probiert auch das gerne aus. Dann könnt ihr auch einfach nur eine weiße Wand nehmen, Lichtequipment davor bauen und das Handy in die Mitte mit einem Tripod oder so. Was auch immer sie da am Start hat, lasst euch dann drauf ein, wenn sie sagt, sie hat Ahnung davon. Wenn nicht, dann lasst die Finger davon. Das dauert dann alles viel zu lang irgendwie. Dann macht es keinen Spaß mehr und so. Also dann lieber Handy vors Fenster und es kann fast nicht schief gehen. Eine andere Variante wäre natürlich, irgendwie gegen das Licht fotografieren zu wollen. Das habe ich auch probiert. Durch diese ganzen Vorhänge und sowas da war, das war jetzt nicht so ruhig, nicht so ein ruhiges Bild, aber das haben wir auch probiert. Ging auch ganz, ganz, ganz fit. Müsst ihr einfach gucken, was ihr präferiert. Ihr könnt ja beides mal ausprobieren. So, und dann kommt natürlich das Shooten an sich, ja. Ihr gebt sozusagen Ratschläge, wie sie sich bewegen soll, ihr gebt Posenvorschläge. Ich sag's euch, es wird eine Challenge, es war total wichtig, witzig bei mir. Oftmals versteht man sich nicht, dann kommt das Model so ran, hört wieder, was abgeht am Handy, versucht das zu verstehen, versucht es umzusetzen. Also es ist wirklich eine Challenge, weil ihr könnt als Fotograf ja nicht, wie ihr es sonst macht, dastehen und dem Model irgendwie durch eigene Körperhaltung zeigen, was sie machen soll, weil das sieht sie nicht. Es ist viel zu klein auf dem kleinen Screen, sie sieht nicht, was sie da wirklich macht. Oftmals möchte das Model gerade in der Situation auch die Frontkamera benutzen, um sich selber zu sehen, was sie gerade macht. Und gerade dann sieht sie euch ja nur so ganz mini, ne? So 2x1 cm, was weiß ich, so ganz klein im Screen und kann das gar nicht sehen. Das heißt, ihr müsst lernen zu artikulieren, rüberzubringen, was ihr wollt. Und das ist ein total wichtiger Step auch und ein guter Lernprozess für normale Shootings, weil oftmals erwische ich mich selber dabei. Ich weiß ganz genau, was sie machen soll, aber ich kann es nicht kommunizieren, weil ich einfach mich nicht artikulieren kann. Ja, weiß ich auch nicht. Im Deutschunterricht nicht aufgepasst früher oder was auch immer. Jedenfalls, also was ich sagen will,
Frontkamera würde ich empfehlen, gerade unerfahrenen Models, dann sehen sie sich selber, können irgendwie ihre Position dazu, können die anpassen, können die richten und ihr habt weniger Arbeit sogar als Fotografen, ja. Schlussendlich ganz normales Shooting mehr oder weniger, aber eben total unnormal. Also ihr müsst trotzdem kommunizieren, sagen, was ihr wollt, ihr könnt es aber eben nicht in Real Life irgendwie vormachen oder ähnliches. Und ihr könnt natürlich auch mit der Kamera nicht variieren. Einmal der Winkel eingestellt mit dem Handy, ist dieser Winkel fix. Da müsst ihr natürlich auch ein bisschen probieren. Also seid da so offen und sagt doch mal, hey, kannst du noch mal das Handy Stück nach rechts, Stück nach links? Ich habe das andauernd gemacht beim letzten Shooting, aber war kein Problem. Am Schluss haben wir wirklich tolle Ergebnisse erzielt. Ich blende euch auch hier noch mal ein paar ein. Und dann macht ihr das Shooting durch, bis ihr ein paar tolle Bilder habt. Und dann das Letzte natürlich beim Shooting, bedanken für die Zeit, bedanken auch für das Vertrauen. Ich meine, gerade so ein Shooting, nochmal danke an Julia, danke an Emily. Mit euch habe ich das erste Mal geshootet. Wir kennen uns nicht, wir haben uns noch nie in Real Life gesehen und trotzdem haben wir tolle Ergebnisse, wie die gerade eingeblendeten, erzielt. Das heißt, danke für das Vertrauen aussprechen, danke für die Zeit und natürlich auch in Aussicht stellen, wann die bearbeiteten Bilder zu dem Model kommen. Und da sind wir bei dem letzten Punkt, der Post, dem Post-Shooting. Ich wollte gerade schon fast sagen Post-Production, weil ich ja auch Videograf bin, aber ich nenne es jetzt mal Post-Shooting. Klar, ihr setzt euch zeitnah hin, optimal direkt nach dem Shooting, wenn ihr Zeit habt, und bearbeitet die Teile. Ich hau die dann immer in Lightroom rein und guck, was für ein Preset erstmal passt und passt das dann noch demnach an, dass das alles ein stimmiges Bild ergibt. Und ja, dann lade ich das Ding hoch, fertig. Achso, ihr habt am Anfang ja ein Video gesehen. Und dieses Video ist natürlich auch während des FaceTime-Shootings entstanden. Und wie? Ich habe einfach ein Screen-Recording auf dem iPad laufen lassen und danach zusammengeschnitten. Da ganz wichtig, das Model davor nach der Erlaubnis fragen. Kurz fragen, ob das okay ist, dass ihr ein Video daraus schneidet danach und das natürlich dann auch dem Model zur Verfügung stellen. Ich meine, gerade so ein FaceTime-Shooting, das ist einfach ein TFP-based Shooting, denke ich mal. Und da muss natürlich auch das Model dann das Video bekommen. Also, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Bitte probiert euch aus und bitte, wenn ihr so ein Shooting durchführt, das Video gesehen habt, dann taggt mich bitte in Instagram. Ich will sehen, wie eure Ergebnisse aussehen. Leute, ich muss jetzt meine Szene vorbereiten, weil ich habe jetzt gleich ein erneutes FaceTime-Shooting. Wenn euch interessiert, wie da die Ergebnisse waren, dann schaut einfach auf meinem Instagram LightheartedBirds vorbei. Ich freue mich, wenn ihr mich hier abonniert und kommentiert, ob euch das Video was gebracht hat, ob ich noch auf irgendwelche Aspekte eingehen soll. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao!